Und wieder einmal hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von GTA 5. Ich war ja gerade nur so ganz normal im Modus und mir ist was aufgefallen, ein sehr merkwürdiges Plakat. Eine Frau, die ihre Beine so komisch wegknickt. Keine Ahnung, wie sie das schafft, aber es sieht wirklich sehr, sehr merkwürdig aus. Da hat sie irgendwie einen Tennisball und die hat sie irgendwie noch einen Ball und ja. Und hier oben Hooker Place. Hurenort. Ja, da sind wir schon mal richtig. Ich wollte eigentlich versuchen, ob das möglich ist, von hier auf so ein Auto raufzuspringen. Ja, ich bin aber noch relativ skeptisch. Schön wäre es, wenn wir uns jetzt so einen Helikopter cheaten würden, aber einfach schnell, aber nein, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wenigstens den Story-Modus einigermaßen anständig durchzocken. Woo! Wir haben keinen richtigen Schaden genommen. Okay, alles klar. So mache ich das auch immer, wenn ich aus dem Bett aufstehe. So früh morgens. Oh. Ich habe hier viel mehr Schaden bekommen. Ey, das ist Ice-Team, Mann. Steh auf. Das ist meiner. Guten Morgen. Das ist mein Car. Dankeschön. So, wo müssen wir jetzt überhaupt als nächstes hin? Wir haben hier leider noch Tee. Was ist ein Tee? Tanja. Ach nee, nö. Ich habe keinen Bock auf diese Tanja. Die ist immer so nervig. Wir haben hier so auch so kleine Berry-Dinger, wa? So ein kleines Berry? Berry? Machen wir Berry. Ja, machen wir Berry. Kein Problem. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wer Berry war. Ey, hast du überhaupt schon was von Blinker gehört? Nee. Genau wie auf der Autobahn, wirklich. Da blinkt auch kein Schwein. Da wird einfach sofort rübergezogen, kurz mal so ein Zweierblinker angemacht, klack, klack, und dann rübergezogen. Ist richtig? Rechts hier, rechts rein? Ja, rechts rein, gut. Alles klar. Ui. Und jetzt gleich links rum. Perfekt, dann sind wir auch gleich da. So. Ich weiß, es kam wieder. Erstmal jetzt zwei oder drei Tage nichts. Ich weiß, ey, das ist Leute. Jobsuche hier, dort bewerben, da, hier rumlaufen, hier und dort. Das verbringt, wie das heißt, verbringt, das laucht einen, das schlaucht einen wirklich aus. Schlaucht einen wirklich aus, kann man so sagen. Das laugt einen. Laucht? Das laugt einen. Ui, warte mal, wir haben hier eine kleine kurze Zwischenmission. Cool. Der hat sich wenigstens selber geschnappt. Danke, mussten wir nicht aussteigen. Das nenne ich produktives Arbeiten in GTA 5. Noch produktiver und das würde sich alles von selbst erledigen. Weg. Hier ist doch der Ort, oder? Oder müssen wir irgendwie warten? Ist weg? Okay, ja, dann halt oben nach Attentat. Scheiße, wieso ist denn der weg? Oder war das schon die Mission? 10 Cent. The 3 J's. Jamingo, Juan, José und Julio. Ah, okay, das ist garantiert so ein mexikanischer Film. Okay, vergessen wir das. Ich wollte gerade irgendwo etwas sagen. Ich hab's mir doch lieber wieder ganz schnell verkniffen. Oh, Entschuldigung. Oh, wir hätten jetzt hier, glaube ich, rauffahren können, aber es hat uns nichts gebracht. Oder? Na, nee, es sei denn, wir wollten ganz cool so versuchen über die Autobahn. Hey, das ist derselbe Ort, wo ich das auch versucht hatte mal. Ich glaube, das war vor ein, zwei Folgen, wo wir kläglich gescheitert sind. So, aber gleich sind wir beim Attentat da. Was ist für ein Mini? Das ist voll Mini-Auto, ey. Smart. Das ist zwar wie so ein Ei da drin. Die Knie angeschlagen bis zu den Ohrläppchen. So fühlt sich jedenfalls bei mir an. So who the fuck don't you like today?
guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Okay. Das war jetzt gerade so ein kleiner Hinweis, er würde keine Vapid-Aktien haben, bis halt wirklich die Sache fertig ist. Das heißt, wenn wir mit dem erledigt sind, gehen wir mal ganz kurz in den Stock Market, also sozusagen in den Finanz, beziehungsweise in den, naja, wie gesagt, den Finanzding, Kirchenzeit, ne? Das ist, warte mal, jetzt fangen wir hier lang. In den Aktienmarkt, Mann, Aktien, na klar doch. Ey. Wie gesagt. Ein Kaffee reicht doch nicht wirklich aus, dass man wirklich wach wird und denken kann, dann muss mindestens ein zweiter oder ein dritter her. Ich hatte bis jetzt leider nur meinen ersten, was gerade so ausreicht zum Spielen und zum Zocken und zum Kommentieren, zum Let's Play. So, jetzt klauen wir uns sozusagen den Bus wahrscheinlich, ja? So, ihr kleinen Lumpis, ich klauen wir mal den Bus hier. Habt ihr nichts dagegen, war ich bin doch neu auszubilden, ne? Ich mach das schon, ich mach das schon, wirklich. Die scheiß Pistole weg. Oder Mikro. So, Wendekreis beachten. Der Wendekreis ist immer groß beim Bus. So, jetzt müssen wir an jeder Busstation hier halten. Könnte lustig werden. Einsteigen. Hey, sorry, I'm late. It's my first day on the job. Was sag ich da, Azubi, Mann? I hope the traffic isn't too bad. Yesterday took me 3 hours to go half a mile. Meiner 3 Meilen, was? What happened to the old bus driver? I really like that guy. Nicht da. In seiner Vertretung. Finde dich damit ab, mein Freund. Who farted? Come on, that's disgusting. Wollen wir so ein bisschen dran. Okay, wir müssen hier rüber. Ich habe leider keinen Blinker. Wir haben noch Rot. Oh, das war beinahe knapp, der wäre beinahe überfahren worden. So, aber jetzt ist grün, jetzt gehen wir mal rüber, ne? Wir wollen ja auch wenigstens mal so ein bisschen Ehrlichkeit reinbringen. Vielleicht kennt ihr auch das Bild, wenn einem langweilig wird in GTA, dann fängt man an, anständig zu fahren. Damn, would it kill you people to crack a smile? Beschwerte sich darüber, dass die nicht so zu ihm freundlich sind. Ja, damit muss man auch rechnen. Ist mir auch aufgefallen. Also wenn ich immer im Bus gehe, ich begrüße ihn immer freundlich, sage immer, ja, guten Tag, hallo. Und zumindest so. Oder Taschen, Hallöchen. Ja. Und wenn ich dann irgendwie ankomme, manchmal habe ich das auch gemacht, wenn ich irgendwie von der Arbeit kam oder so. Dann bin ich vorne ausgestiegen und habe immer noch so angenehme Weiterfahrt gewünscht. Ja. Man weiß ja nie, wie lange der noch seine Schicht hat oder Schichtende. So kommt man auch ganz locker ins Gespräch. Ist immer total cool. Aber wie gesagt, nicht vergessen, wir müssen noch in den Aktienmarkt schauen. Wenn wir gleich damit fertig sind. Mick, 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 mick. So. Hey, get in, we're running late. So. Ey, hier gehen auch wirklich nur die Sirenen, oder? In der Nacht? Ich hoffe, wir werden nun nicht gleich rechts rangezogen. Ich könnte, glaube ich, sogar die Mission gescheitert sein, war, wenn wir die Polizisten am Hals bekommen. So, warte mal, wir nehmen mal eine Abkürzung. Ich hoffe, euch stört es nicht. Dann kommt ihr wenigstens alle schneller zur Arbeit. Ja, ist hier nur Rechtsabbieger. Oh. Na, ist bei mir ein bisschen viel Traffic gerade. Hier ist die Führerschein. Ne, hier ist sie nicht. So, jetzt fahren wir einfach mal geradeaus. Ich weiß, hier wäre nur Rechtsabbieger. Was ich auch interessant finde, in Amerika ist es ja so, wenn du siehst, dass du eigentlich gerade ausfahren müsstest. Late. Ach, der Typ. Mr. Penny, ain't it? Fairhike. Forget about it. Spendthrifts. Hä? Blame it on the city. Okay. Wir verfolgen ihn einfach mal mit dem Bus. Hey, I thought you needed a ride, homie. Why you bill? Oh Gott. Attention passengers. Bam. You know how it is.
Wir haben Verwirrung geschiftet. Das ist cool. Warte mal, können wir jetzt auch so rein einfach? Nee, können wir nicht. Aber, warte mal. Können wir auch irgendwie so Haftkanister? Wir haben leider keine Haftdinger. Schade eigentlich. Ich glaube, mit V ist die Ansicht wechseln, oder? Ganz ruhig bleiben, Leute. Ganz ruhig bleiben hier. Kann man da irgendwie auf den Bus rauf? Ich glaube nicht, oder? Da müsste man sich garantiert einen anderen Wagen holen, oder? Damit man da hochkommt. Scheiße. Kann man sich da nicht irgendwie wirklich reinglitschen? Das wäre geil. Oh, das tut doch weh. Macht doch sowas nicht. Wie er mich anguckt. So total. Ja, das kenne ich. Das habe ich schon mal gemacht. Ich finde, das ist total normal, was wir gerade machen. Ich verstehe nicht, wie wir das so geschafft haben, dass wir... Ja, genau. So ungefähr. Okay, ich glaube, wir brauchen wirklich einen Zweitwagen. Oh ja, den holen wir uns schnell. Den schnappen wir uns schnell. Entschuldigung, Familie. Ich könnte sofort aussteigen. Okay, warte mal. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, jetzt kriege ich einen Anruf. Geht gerade nicht. So. Jetzt machen wir so eine schöne... Ja. Ich mag den Song total. Dankeschön. Nicht wundern. Vielleicht kennen es einige. Ich weiß nicht. Vielleicht haben das einige erkannt. Das ist von... Highschool.txt und ich mag dieses Intro, Outro sowas von, ja. Ich weiß nicht wieso, aber es ist wirklich sowas von cool. Es verbreitet so eine gute Laune. Finde ich jedenfalls. Na, schaffen wir das? Sieht gut aus, oder? Oh, es sieht sehr gut aus. Das heißt, wir schnappen uns jetzt. Ich weiß, es dauert jetzt gerade so ein bisschen länger, aber ich wollte das unbedingt machen. Haben wir auch irgendwas Schallgedämpftes? Schalldämpfer? Ist dran, ne? Oh. 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 Da, oh. 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 Und... Ja, das ist schon ein bisschen böse, ich weiß. Ich habe zu viel Walking Dead geguckt. Oh, ich glaube, der Wagen ist als nächstes dran. Jetzt habe ich den Bullen an der Backe. War klar. Das eine war zu viel. Hängen die Cops ab, war sowas von klar. Ich kann da wirklich nicht rein? Scheiße, nee, war. Oh fuck, wo kann ich denn jetzt am besten hin hier? Faggity, gehen wir hier rein? Ja, hier gehen wir rein. Hier ist gut. Hier bleibe ich mein Leben lang. Oh. Ein Stern. Zwei Cops. Ich immer diese Faxen machen muss. Aber wenn wir wegkommen, sind wir gut. Ja! Green light, good to go. Ja, bestanden!
Ich würde mal sagen, das ist echt ein Wahnsinn. Du läufst einfach mit einem Kanister rum, läufst hier offen mit einer Waffe rum, hier passiert gar nichts, du kannst... Ah, siehst du, haben schon den nächsten Auftrag. Noch ein Irrer, der wahrscheinlich einen Bus abgefackelt hat. Wenn wir jetzt in diesen Wagen einsteigen würden, was wird dann passieren würde? Wir wären sowas von am Arsch. Aber wir haben... Ruhig. Ich habe gar nichts gemacht. Warte mal, ist er jetzt wirklich vorgefahren? Hat er den einge... Oh! Oh! Die sind gleich dran. Ne, die gucken sich den Bus an. Lass sie mal einsteigen. Pass mal auf, lass sie mal einsteigen. Lass sie mal einsteigen. Heavens. Ach, scheiße. Fuck. Ist nichts passiert, weil es gab ja manchmal so ganz geile Videos, wie dann die auf einmal rausgezogen wurden oder so. Krass. Na los, fahr den um, bitte. Fahr ihn wenigstens um. Wieso läuft denn der jetzt zu Fuß? Okay. Na egal. So, das war's auf jeden Fall mal wieder mit einer klitzekleinen Folge von GTA 5. Hoffentlich hattet ihr genauso viel Spaß wie ich. Dann hinterlasst doch einfach ein Däumchen nach oben oder sogar einen Kommentar. Und dann auf jeden Fall wieder bis zur nächsten Folge von GTA 5. Na bis dann, haut rein. Ciao.